Ich wollte noch mal über das Bauhaus sprechen, genau, weil es da auch irgendwie so viele gesellschaftliche Implikationen gibt, wo ich dachte, das muss einem doch ein bisschen unheimlich vorkommen. Es geht ja um Gleichberechtigung der Frau, es geht sozusagen um die Nazis, die so allmählich immer lauter werden, wie sehr das auch mit der jetzigen Gegenwart in Deutschland, in Europa, in der Welt zu tun hat. Ja, vielleicht ist das der Grund, warum ich so gerne oft in so historische Sachen bin, weil ich Parallelen sehe irgendwie zu heute. Ganz besonders jetzt beim Bauhaus auch, ja. Die neue Zeit, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wir leben in einer Art neuen Zeit mit all der schnellen Entwicklung. Da sind viele Parallelen. Es ist nicht alles gleich natürlich, aber und es ist auch nicht ganz so wie in der Weimarer Republik jetzt im Moment, ja auch politisch jetzt nicht so. Aber es sind durchaus Parallelen da, ja, auf jeden Fall. Eigentlich wollte ich dich fragen, glaube ich, ob das nicht auch ein riesiges Privileg ist, dass du irgendwie die Möglichkeit hast, in diese Figuren irgendwie reinzugehen. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch schwierig ist, Karl Marx zu sein. Nein, das ist ein Riesengeschenk, das stimmt. Dass man das so mit sich trägt und dann nochmal ein ganz anderes Bewusstsein hat und eine ganz andere Position dazu, wenn diese Sachen auf einmal wieder aufkommen und man darüber spricht öffentlich. Ja, es ist nicht nur die Figur, sondern überhaupt eine bestimmte Zeit, sich damit zu beschäftigen. Ich weiß noch, bei Karl Marx habe ich mich vor allem mit dieser ganzen Zeit und der Ständeauflösung in Europa und nach dem Napoleon-Einfluss und all das und wie die Immigration, wie Paris sich gefüllt hat mit Immigranten und eben diese in eine Zeit einzutauchen, das finde ich immer sehr, sehr spannend. Und wenn man dann rauskriegt, wie der Mensch sein könnte, der in dieser Zeit gelebt hat und bei Gropius war es ähnlich. Man hat immer die Ausrede, es ist wunderbar, so sich lange mit einem Thema zu beschäftigen, womit man sich sonst wahrscheinlich niemals beschäftigt hätte. Ich hätte sonst niemals irgendwie viel über das Bauhaus vielleicht gelesen, weil das nicht jetzt unbedingt notwendig in meinem Interessengebiet liegt. Aber durch sowas beschäftigt man sich auf einmal mit Sachen und wird auf positive Art und Weise dazu gezwungen, sich mit Sachen zu beschäftigen, wozu man sonst vielleicht überhaupt niemals einen Bezug bekommen hätte.